Also ich würde sagen, des Rätsels Lösung ist bei genauerem Nachdenken doch piep einfach. Die Brille ist natürlich so groß, dass man sie gar nicht schieben kann. Und der Parser hält es auch nicht für nötig, einem das zu sagen. Aber hier steht ja ein Stuhl. Also werfen wir doch mal den Stuhl auf die Brille, oder? Geniale Idee, wie ich da drauf gekommen bin. Versuchen wir das mal. Nimm Stuhl. Wirf Stuhl auf Brille. Ha, bravo, Volltreffer. Die Brille rutscht weg, stürzt 7 Meter in die Tiefe, knallt auf den Boden und zerbirst in 1000 Stücke. Oh, das war höchste Zeit, denn dort hinten kommt Karlin schon wieder. Erstmal ganz im Ernst, so manche Sachen, wie soll man denn da drauf kommen? Also, ja. Ja, ich habe in der Lösung nachgeschaut, aber das Problem, ich finde das Problem an Adventures oder gerade an Text-Adventures, auch bei Grafik-Adventures, ist immer, wenn man etwas macht, was irgendwie logisch klingt und dann kommt nur, geht nicht. Und nicht, warum nicht. Oder man muss etwas ganz Bestimmtes machen, warum konnte ich die nicht einfach runterschubsen? Ich meine, so schwer kann die Brille jetzt auch nicht sein. Naja. Die Brille ist jedenfalls weg, ich bin schwarz und dann warten wir jetzt mal. Die Zeit vergeht. Ja, oder vielleicht warten wir auch nicht, bis sie zurückkommt, sondern wir klettere auf die Steinbank. Ah, das könnte klappen. Also vorsichtig. Hui, tock, Glück gehabt, sie sind sicher gelandet. Auf der Steinbank. Von hier aus ist es hinab zum Boden schon nicht mehr so hoch wie von dem riesigen Tisch. Nur noch etwa 3,5 Meter. Das haben sie schon mal überstanden. Also klettere runter. Im Pavillon. Sie stehen hier auf dem dunkelgrauen Steinboden des Pavillons. Durch einen breiten Durchgang können sie hinaus auf den zentralen Platz der schwarzen Stadt gehen. Rüstungsmoor, Gipfelgrat. Ja. Das finden wir nicht mehr. Untersuche die Gebäude. Befindet sich hier nicht. Gehe nach Süden. Halt, warte, ruft Karlin alt herbei und greift nach ihrer Brille. Hey, wo ist denn? Sagt sie erstaunt und entdeckt dann ächzend die Trümmer ihres wertvollen Seewerkzeuges auf dem Boden. Dann sucht sie verzweifelt die Umgebung. Aber kann sie nicht erkennen. Schwarz getarnt, wie sie sind, verschmilzen sie für Karlin mit dem dunklen Boden. Hurra, sie sind frei. Na also. So, nochmal, geh nach Süden. Wollen Sie den Pavillon verlassen und hinaus auf den Platz? Ja. Am großen Platz. Dieser Platz hat die Form eines Sechseckes und ist von riesigen Türmen umgeben. 4 breite Straßen führen nach Norden, Süden, Westen und Osten. Regen plätschert herab. Im Zentrum des Platzes steht ein kleiner offener Pavillon, der im krassen Gegensatz zum Rest der Stadt aus weißem Stein besteht. So, und die Gebäude sind immer noch nicht an diesem Weg. Gehen wir mal nach Westen. Auf der westlichen Straße. Sie befinden sich hier auf halbem Weg zwischen dem großen Platz und der westlichen Festungsmauer. Um sie herum streben die gewaltigen Türme und Bauwerke der schwarzen Stadt in den Himmel auf. In jegliche Richtung führen schmalere Straßen in den Irrgarten der schwarzen Stadt hinab. Noch immer plätschert der unaufhörliche Regen herab. Gehen wir noch mal Westen. Hier endet die nördliche Straße vor einer hoch aufragenden schwarzen Mauer. Viele schmale Wege führen in das Gewühl der Gebäude und Türme hinein. Perfekt geschaffen, um sich dort hoffnungslos zu verirren. Was sagt meine Karte? Ah, Westmauer, Weststraße. Also, geh Osten. Geh Osten. Jetzt bin ich wieder im Zentrum. Weiter nach Osten. Auf der östlichen Straße. Dieser Punkt markiert den halben Weg zwischen dem großen Platz und der östlichen Festungsmauer. Auch hier streben riesige Gebäude und Türme in den finsteren Himmel auf. Ungezählte Straßen führen in das Labyrinth der schwarzen Stadt hinein. Der Regen will nicht enden. Weiter nach Osten. An der östlichen Mauer. Hier endet die östliche Straße vor der hoch aufragenden schwarzen Ostmauer der Festung. Nach überall hin führen schmale Wege, bla bla bla, ist genau dasselbe. Also wieder zurück nach Westen. Gehe Westen. Gehe Norden.
Sie befinden sich auf der nördliche Festungsmauer immer. An der nördlichen Mauer. Hier endet die nördliche Straße vor einer hochaufragenden schwarzen Mauer. In jede Richtung führen schmale Wege in das Gewühl der Bauwerke und Türme hinein. Okay. Das bringt alles nichts. Gehe Süden. Um sie herum streben riesige Gebäudetürme in den Himmel hinauf. Da ist das große Tor. Ja, da muss ich wohl doch. Bevor ich jetzt anfange, mich zu verlaufen, speichere ich nochmal ab. So, dann gehen wir mal nach Westen. Diese Richtung führt keinen Weg. Nach Westen liegt eine kleine Straße. Okay, Norden. Südlichen Straße, schaue. Nach Osten führt eine kleine Straße. Gehe Osten. Bleiben Sie lieber hier und versuchen Sie Ihre Chance zu nutzen. Aus diesem Irrgarten würden Sie nie mehr herausfinden und so enden wie all die anderen Abenteurer, die sich dort hineingewagt haben. Aber ich dachte, ich bin der Erste, der es hierher schafft. Wie können sich denn andere Abenteurer dort hineingewagt haben? Okay, das ist also nicht. Ja. Gehen wir wieder zurück zum Platz. Gehe in Norden. Und gehe nochmal zum Pavillon. Sie stehen hier auf dem dunkelgrauen Steinboden des Pavillons. Durch einen breiten Durchgang können Sie hinaus auf den zentralen Platz der schwarzen Stadt sehen. Shore Pavillon. Gibt's hier nicht? Shore Steinboden. Der Steinboden besteht aus großen grauen Pflastersteinen. Es gibt eine Reihe von dunkleren steinernen Platten darunter, die in einem wohlbekannten Muster angeordnet sind, einem Sechseck. Untersuche Sechseck. So. Es erscheint sehr bedeutungsvoll, dass hier genau in der Mitte der schwarzen Stadt ein solches Sechseck existiert. Aha! Dort vorn, jene steinerne Platte, die am weitesten nach Osten hin liegt, schaut ein wenig weiter aus dem Boden heraus als die übrigen. Untersuchen wir die doch mal. Untersuche Platte. Können wir die drücken? Drücke Platte. Oh oh, schnell! Treten Sie ein Stück zurück! Das ist ja unglaublich! Der ganze Pavillon ist in Bewegung geraten und versinkt nun lautlos im Boden. Er sinkt sogar immer tiefer. Einen schwarzen Schacht hinein, der offenbar weit hinab in die Tiefe führt. Gut, Karl ist ja unten. Und ich bin ja auch irgendwie eigentlich am Boden eines Sees oder so ähnlich, zumindest am großen Platz. Dieser Platz hat die Form eines Sechseckes und ist von riesigen Türmen umgeben. Vier breite Straßen führen nach Norden. Süden, Westen und Osten, Regen plätschert herab. Im Zentrum, dort wo zuvor der kleine weiße Pavillon stand, gähnt ein schwarzes Loch im Boden. Schaue Loch. Das Loch führt hinab in finsterliche Tiefen. Da scheint es aber eine Wendeltreppe am Rand des Loches zu geben. Hier muss der Zugang zum Tempel des Ka liegen. Sie haben es geschafft! Nein, zum wiederholten Mal habe ich was geschafft. Also, gehe runter. Sie befinden sich am Rande des Schachtes auf der Wendeltreppe, die noch weiter hinabzuführen scheint, währenddessen sich direkt neben ihnen der kleine Pavillon befindet. Er hat aber eine wundersame Veränderung erfahren. Nochmal schaue. Pavillon. Mit einem L. Schaue. Untersuche den Pavillon. Mit zwei L. Wie auch immer. Der Pavillon scheint nicht mehr zur Gänze aus Stein zu bestehen. Nein, es wirkt wie Metall. Die Spitze des Daches ist schlanker geworden und die vormals offenen Seitenteile sind nun mit einer Art Glas verkleidet. Wirklich erstaunlich. Also weiter. Gehe runter.
Sie haben das Ende Ihrer Reise erreicht. Dies ist der Ort, an dem sich der gefürchtete Karl aufhält. Ein Ort, den außer ihm seit über 4000 Jahren kein Mensch mehr betreten hat. Karls Tempel. Südende. Sie befinden sich am Südende einer großen unterirdischen Halle. Der Raum ist rechteckig und gute 20 Meter hoch. Überall stapeln sich elektronische Geräte in hohen Türmen und auf dem Boden. Auf Labortischen gluckern gefährlich aussehende Flüssigkeiten in Reagenzgläsern. Riesige Apparate sind aufgebaut, der Raum ist hell erleuchtet. Ein breiter Weg führt nach Norden zwischen den Gerätetürmen hindurch. Okay, das sieht jetzt nicht aus wie der Tempel eines bösen Dämonen. Zumindest nicht so, wie ich ihn erwartet hätte. Ja, gucken wir doch mal, was haben wir denn hier? Gerätetürme, Maschine, Labortische. Untersuchen wir mal die Labortische. Auf den Tischen stapeln sich fremdartige Apparate und Versuchsgeräte. Gerätetürme? Die Geräte sind offenbar von modernster Bauart, aber sie sehen nicht so aus, als wären sie von Menschen hergestellt worden. Maschine? Ein Objekt Maschine befindet sich nicht an diesem Ort. Egal. Ja, dann gehen wir mal nach Norden. Karls Tempel, Nordende. Hier findet das Wunder seine Fortsetzung. Kein archaischer Tempel, kein Dämonengott, sondern eine hochtechnisierte Station. Neben vielen erstaunlichen Geräten, die hier aufgebaut sind, steht eine riesige Maschine hier am Nordende der Halle. Weiter nach Norden geht es in einen kurzen Gang hinein. Also jetzt Maschine. Die Maschine ist gute 20 Meter lang und 5 Meter hoch. Sie ist eine unregelmäßige Veransammlung von Röhren, Schienen, Kabelbäumen und elektronischen Kästen. In ihrer Mitte befindet sich eine 2 Meter durchmessende runde Plattform. Auf diese Plattform zeigt eine Konstruktion, die wie eine Elektronenkanone aussieht. Hinter der Kanone befindet sich ein Schaltpult. Okay. Untersuche Kanone. Die Kanone ist etwa 5 Meter lang und ragt aus einem schwarzen Block hervor. Was es wohl damit auf sich hat. Suche Schaltpult. Das Schaltpult besitzt einen Monitor und eine Art Computertastatur. Rechts davon befindet sich der Netzschalter für eine riesige Maschine. Man bräuchte einen Sicherheitsschlüssel, um ihn aktivieren zu können. Der Schlüssel ist nicht da. Sollten wir die Maschine vielleicht aktivieren? Gucken wir mal, ob wir den Schlüssel finden. Gehen wir weiter nach Norden. Der Gang ist schon nach wenigen Metern zu Ende. Nach Westen hin liegt eine Glaswand und eine Tür. Gegenüber davon befindet sich an der Wand ein Schlüsselbord und darunter ein Knopf. Hinter der Glaswand befindet sich eine Art Wohnung. Ein kleiner Schlüssel hängt an dem Bord. Mit dem Rücken zu ihnen sitzt ein Mann in einem weißen Kittel, gedankenversunken an einem Tisch. Nehmen wir erstmal den Schlüssel. Sie haben den Schlüssel genommen. Uns den Mann an, untersuche Mann. Man kann nur den Rücken des Mannes sehen, aber ein schöner Rücken kann, wie die Wissenschaft kürzlich unwiderlegbar bewiesen hat, auch entzücken. Nur das sieht jetzt nicht aus wie der Rücken, aber das ist ja jetzt auch egal. Jedenfalls sieht es aus wie ein Mann. Okay. Schauen wir nochmal. Hinter der Glaswand ist eine Tür. Mache ich jetzt die Tür auf, nehme ich erstmal den Schlüssel und mache die Maschine an. Ich mache die Maschine an. Gehe Süden. Benutze Schlüssel in Maschine. Schaue Schaltpult. Stecke Schlüssel in Schaltpult. Das ist leider nicht möglich.
Benutze Schlüssel mit Schaltpult. Das hilft Ihnen auch nicht weiter. Stecke Schlüssel in Netzschalter. Ah, ein Summen erfüllt plötzlich die riesige Maschine. Der Monitor flammt auf. Einige Zeilen erscheinen auf dem Monitor. System im Standby-Modus. Bitte bereiten Sie das System für den Testlauf vor. Geben Sie dann Ready ein. Eine neue Meldung erscheint auf dem Monitor. Systemfehler. Der Testlauf kann nicht stattfinden. Bitte überprüfen. Okay. Sein Haar ist stahlgrau. Er sieht ebenso intelligent wie listig aus. Auf seinem Kittel ist ein Namensschild aufgenäht. Das doch mal an. Und von dem Bild her muss ich sagen, sieht der weiße Kittel doch ziemlich blau aus. Schaue Namensschild. Ach ey, halten Sie sich fest, dieser Mann ist...